Dieser Podcast ist für Menschen, die ihre Lust am Leben entfachen wollen und die bereit sind, für ihr persönliches Ausbrechen und Aufblühen all ihre Rollen und Verhaltensweisen aufzudecken und abzulegen. Für die, die ein Leben erfahren wollen, das sie erfüllt, glücklich macht und ihnen unfassbare Lust bereitet. Herzlich willkommen bei Wer bin ich, wenn ich ich bin? Mein Name ist Mandy Marie Marenholz und ich begleite dich auf deinem Weg mit persönlichen Einblicken, Inspiration und vielen, vielen mehr. Und jetzt lass uns abtauchen. Ab heute beginnt dein neues Normal. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit nimmst, denn diese Folge dient dazu, dich mit dir in der Tiefe zu verbinden, zu fühlen, wer du bist und wo du hin möchtest. Und es geht darum, ins Fühlen zu kommen. Und dafür ist es auch wichtig zu wissen, was willst du? Und für dich zu entscheiden. Und genau darin tauchen wir jetzt ab. Und da mal die erste Frage an dich. Wie möchtest du dich zukünftig fühlen? Welches Gefühl beschreibt dein Leben, wenn du am Ende deines Lebens bist und zurückblickst? Welches eine Gefühl steht ganz oben drüber über das gesamte Leben von dir? Was wünschst du dir? Welches Gefühl hast du am meisten gelebt und erfahren? Und da mal abzutauchen, wie willst du dich fühlen, auch im Alltag? Wie willst du dich auf der Arbeit fühlen? Wie fühlst du dich in deiner Partnerschaft? Wie fühlst du dich in der Verbindung mit deinem Körper? Wie fühlen sich deine Ziele an? Und da wirklich mal abzutauchen. Und vor allen Dingen ein ganz wichtiger Aspekt. Was möchtest du, dass andere mit dir verbinden? Was ist es bei dir? Was wünschst du dir, dass wenn andere an dich denken, an was werden sie sich erinnern? Vielleicht erahnst du es, was es bei mir ist. Es ist auf jeden Fall Lebensfreude und Energie. Und Mut. Das verbinden die meisten mit mir. Und das habe ich mir vor einiger Zeit als Intention gesetzt. Und eben auch diesen, mir wirklich da das deklariert, zu sagen, okay, das wünsche ich mir, was andere mit mir verbinden. Und da reinzugehen in dieses Gefühl. Wie fühlen sich Menschen nach einem Treffen oder Gespräch mit dir? Was fändest du, wäre richtig, richtig cool, was die Menschen nach einem Gespräch mit dir fühlen, nach einem Treffen mit dir fühlen, nach einer Begegnung mit dir? Was wünschst du dir, was sie in sich fühlen? Und beobachte mal, was in dir gerade passiert, während du nur darüber nachdenkst und du einfach mal in deinen Körper währenddessen eintauchst. Und lass es einfach mal da sein. Und welchen Impact möchtest du mitgeben hier auf dieser Erde, wenn du vielleicht selbstständig bist? Dann auch die Frage, wie sollen sich die Kunden fühlen während der Arbeit mit dir oder während der Reise mit dir, ob du als Dienstleister bist oder ein Produkt anbietest? Wie fühlen sich deine Kunden währenddessen? Und wie fühlen sich deine Kunden nach der Arbeit mit dir? Wie denken sie? Wie fühlen sie? Und genau da reinzugehen. Du kannst es auch auf deine Freunde beziehen, auf deine Freundschaften. Wie sprechen Menschen über dich? Wie denken Menschen über dich? Wie fühlen sie sich im Innern, wenn sie von dir erzählen und wenn sie an dich denken? Und da abzutauchen. Und dir in diesem Moment bewusst zu machen, wie machtvoll du bist. Weil nur weil du dich innerlich gerade
ausrichtest, innerlich Klarheit schaffst, was du dir wünschen würdest, wie Menschen sich fühlen, wie Menschen über dich denken, richtest du dich aus und sendest in einer Frequenz, in einer Schwingung, in einer Energie etwas nach draußen und veränderst dadurch auch gerade schon dein Sein in diese Richtung. Und es geht darum, dich immer wieder daran zu erinnern, dich in jedem Moment, in jedem Gespräch, dich daran zu erinnern, was willst du? Wie willst du? Fühlt sich dein Gegenüber? Und ohne, ganz wichtig dabei, dich anzupassen, sondern einfach du zu sein. Was wäre geil? In welchem Bereich und in welche Richtung würdest du unfassbar gerne Vorbild sein, wenn das möglich wäre? Worin wärst du gerne Vorbild? Was ist es bei dir? Und da einfach gerade mal zu erlauben, mal kurz mal reinzuschnuppern. Nur mal so ein bisschen. Nur für diesen Moment. Du darfst jederzeit entscheiden, genau das alles wieder fallen zu lassen. Aber erlaub dir mal gerade jetzt da abzutauchen. Wenn es möglich wäre, dass du in einer oder mehreren Sachen Vorbild wärst und Menschen irgendwann sagen, boah, weil die nach vorn gegangen ist oder eher nach vorn gegangen ist und das gelebt hat, habe ich es mir auch angenommen und hat mir gezeigt, was möglich ist. Was wäre das? Worin wärst du gerne Vorbild? Und dann lass dir gesagt sein, weil du es gerade benennst, ist es bereits da. Du bist bereits in diesem Bereich Vorbild, weil du es aussprechen kannst, weil du gerade dir erlaubst, mal drüber nachzudenken, dass das möglich ist. Und wirklich da reinzusteppen und zu sagen, so geil, okay, ich bin Vorbild. Wir brauchen hier Vorbilder. Wir brauchen Menschen, die uns anderes vorleben, egal was sie in ihrer Vergangenheit erlebt haben. Und wenn sich deine Kindheit beschissen anfühlt, dann kannst du Vorbild sein. Menschen zu zeigen, genau das Gegenteil im Erwachsenenalter zu erleben. Genau auch das Positive. Die Liebe, die du vielleicht nie bekommen hast, kannst du jetzt zeigen, weil du weißt, wie es sich anfühlt, diese nicht zu bekommen zu haben. Und selbst wenn du sagst, ja, meine Kindheit war gut, auch dann hast du die Möglichkeit, diese Liebe nach außen zu tragen, wenn wir jetzt bei dem Thema Liebe sind. Und es gibt so unendlich viele Möglichkeiten und Bereiche, in denen du Vorbild sein kannst und Menschen inspirieren kannst. Und wir brauchen dich genau dort. Und dir zu erlauben, genau da reinzusteppen, genau dort in dieses Vorbild reinzutreten und zu sagen, yes, hier bin ich sicher. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ich bin sicher, wenn ich Vorbild bin. Ich entspanne mich mit jedem Tag mehr in meinem Vorbild, in mir selbst als Vorbild. Und dich einfach immer wieder daran zu erinnern, es ist gar nicht mehr, du musst nichts anderes machen. Es geht nur darum, dich immer wieder daran zu erinnern, immer wieder zu sagen, ah, okay, ich will Vorbild sein, ich bin Vorbild. Genau in diesem Bereich, wenn du im Gespräch mit jemandem anderen bist, okay, wofür möchte ich Vorbild sein? Genau das vorzuleben. Vielleicht bist du Vorbild, jemanden mit all dem da sein zu lassen. Jemanden, vielleicht bist du Vorbild darin, die Menschen zu sehen hinter der Fassade. Vielleicht bist du Vorbild, dein Herz zu öffnen. Was auch immer es ist, es waren jetzt nur drei kleine Beispiele. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wo und wie du Vorbild sein kannst. Und es kann im ganz Kleinen sein, unter deinen Freunden, in der Familie. Und es kann im Großen sein, in deinem Business, in deinem Unternehmen. Ganz egal. Wichtig ist, dass du ganz bewusst reintrittst und in dich als Vorbild hineintrittst. Dafür ist jeder einzelne von uns hier. Und wir brauchen es ganz, ganz dringend hier bei uns auf dieser Erde. Menschen, die anders agieren. Menschen, die aus dem Herzen agieren. Und du hörst diesen Podcast, weil du ein Mensch bist, der tief aus seinem Herzen handelt. Und vielleicht ist dein Herz zu diesem Zeitpunkt noch verschlossen. Und du hast vielleicht noch ganz viele Mauern. Und auch das ist okay. Und du kannst trotzdem ab heute schon Vorbild sein. Du kannst trotzdem heute schon in dein neues Normal treten.
und in diese Energie reintreten, dich zu fühlen, als wäre dein Herz schon auf. Dich zu fühlen, als wären all die Mauern schon unten. Und da einfach dich reingeben. Mal diese Position oder dieses Sein einfach mal auszuprobieren. Und du darfst es nach ein paar Tagen auch gerne wieder loslassen. Aber sei neugierig und trete dort rein. Und erlaube dir, in dein neues Normal zu treten. Was ist denn dein neues Normal? Wie agierst du mit anderen? Wie agieren Menschen mit dir? Wie fühlst du dich in deiner Partnerschaft, im Job, in deiner Gesundheit, in deinem Körper, finanziell? Was ist dein neues Normal? Wie willst du dich fühlen? Und das als dein neues Normal zu etablieren und zu integrieren. Und dir immer wieder zu sagen, ja, das ist mein neues Normal. Und es ist so, ich liebe das so sehr, wenn ich das immer mal wieder höre bei Freunden. Ja, das ist mein neues Normal. In Situationen, wo es ihnen bewusst wird, krass, das ist anders, als es vorher war. Mega, okay, das ist mein neues Normal. Und ich einfach das dann wieder deklarieren, als das ist dein neues Normal. Und dein neues Normal beginnt ab jetzt. Ich wünsche dir eine Zeit voller Freiheit, Liebe, offenem Herzen und Vertrauen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich.